Yo, ja, Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem kleinen Video. Und zwar geht es heute darum, von welchem Server ihr kleinen Schlawiner die Finger lassen solltet. Und zwar, meine Freunde, geht es hier um einen Privatserver, und zwar um Legendary Road Online. Ein Serial-Privatserver, der sich irgendwie, keine Ahnung, aus dem Nichts heraus hochgeschlichen hat und auf Epic, im Epic Store zur Verfügung steht. Also, Epic Store bietet diesen Server an. Und zwar wird er gepublished von Ose Games, was ich nie gehört habe vorher. Ich habe auch Recherchen gerade betrieben und nichts zu gefunden groß, also keine Bewertungen leider. Und deswegen kann ich ganz schwer nur sagen, ob die vertrauenswürdig sind oder nicht. Aber es gab ein paar kleine Dinge, wo ich sage, Vorsicht geboten. Und zwar, liebe Leute, wir gucken uns einfach mal, wir switchen mal hier rüber, boom, und gucken uns mal die Nintendo-Seite an. Erstmal alles schön und gut. Epic Games und Steam zeigen die hier. Steam hätte heute kommen sollen, kam aber nicht. Da dachte ich direkt schon, aber irgendwas stimmt da nicht. Naja, ansonsten sieht die Seite ganz schick aus. Die ploppt auch hier alles ganz schön auf. Sieht ganz cool aus eigentlich. Kann ich nichts zu sagen. Erstmal auf den ersten Blick. Aber wir gucken uns auch diese Seite hier gar nicht viel krasser an. Die haben einen Discord-Server, eine Fanpage, so nennen die das, die Facebook-Seite. Fanpage. Naja, okay. Wir gucken uns mal den Trailer an. Und der hat mich ganz stutzig gemacht. Also Steam war schon komisch, dass das nicht geklappt hat. Jetzt gucken wir uns den Trailer hier ganz kurz mal an, ja. Wir gehen das hier ganz easy zackig durch. Man sieht hier einmal die Charakterauswahl, alles gut. Das stimmt auch alles noch, soweit. In-game haben wir jetzt hier, da steht with Online Market, ja. Online Market ist das nicht. Das ist nicht der Online Markt, sondern das ist, ich war auch im Server drin, das ist so ein Event-Ding gerade, ja. Von daher, da geht es nicht um das Online Market-Ding. Das auch, genau dasselbe. Jetzt, hier sieht man in-game übertrieben das am Explodieren. Davon habe ich nichts gesehen. Deswegen kann ich das sehr schwer bewerten. Also davon hat man in-game gar nichts gesehen. Da war so gut wie gar keiner da. Jetzt haben wir hier unten 70 Cap, Chinese only. Wo ist hier 70 Cap, Freunde? Was zum Geier ist das? Das ist kein 70 Cap. Gehen wir weiter. Auch kein 70 Cap. Das ist derselbe Char, den wir gerade gesehen haben. Also im Video. Aber hier steht Level 120, Freunde. Das ist kein Level 70, das ist 120. Hier nochmal zum Abgleich. Ah ne, denn doch nicht. Das ist sogar ein anderer Char. Hier haben wir einen, keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen. Und jetzt haben wir hier den hier. KH4Gaming. Okay, gucken wir uns weiter an. Hier sehen wir wieder Bilder, die sein können. Alles gut. Vor allem werden die aber fürs Oldschool-In-Game-Botting. Also ich will es nur mal gesagt haben, ja. Jetzt haben wir hier einen Level 104er Charakter im Job War. Und zwar im Job War mit Europa-Chars in der Achterparty. Ist das ein Chinese-Only-Server? Enjoy your primitive Elsro Primitive. Ja, okay. Also, die werben hier für einen Server, wo Videoausschnitte benutzt werden, die nicht von denen sind. Das nutzen die nicht, die haben die nicht selbst gemacht, diese Videoausschnitte. Seit November released. Auch ein bisschen komisch, only Asian, also eigentlich heißt es only Chinese. Ich glaube deswegen, dass das müssten Vietnamesen sein. Soweit ich das nachlesen konnte, sagen Vietnamesen zu Chinese, sagen die Asian. Und ja, Freunde, was will ich euch damit sagen? Es gibt Privatserver da draußen, die kriechen aus allen Ecken und manchmal wirkt es alles sehr official und so weiter. Aber nicht alles, was sich so ein bisschen im Deckmantel der offiziellen Publisher, so Epic Games und Steam und so, was davon sich einfach schmückt, muss nicht unbedingt auch wirklich offiziell sein. Oder zumindest ist es überhaupt nicht vertrauenswürdig von dem, was ich jetzt gesehen habe. In dem Sinne, liebe Freunde, passt bitte auf euch auf, ja. Nicht jeden Privatserver sich reinziehen und es kann sein, dass der Server okay ist, keine Ahnung. Aber ein Server, der Videoausschnitte benutzt von anderen Games, von anderen Servern und so, schwierig, oder nicht? Ich weiß nicht. Naja, gut, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Server haltet. Ich war da mal drauf, ich habe es mir mal angeschaut. Es ist sehr weird, die bieten da einige komische Features an. Aber gut, mich interessiert eure Meinung. Von daher, in dem Sinne, macht gut, Leute. Bis dann. Ciao.